Mein Name ist Michael Klonowski. Ich bin Publizist, Romanautor, schreibe ein Online-Tagebuch, Acta Diurna heißt es. Die Linke hat begriffen durch das Scheitern des Realsozialismus, wir haben ja jetzt 30 Jahre Mauerfall, das ist ja der Anlass unseres Zusammentreffens. Die Linke hat begriffen, dass es keinen Sinn hat, linke Staaten zu gründen, weil diese Staaten eben regelmäßig aus wirtschaftlichen Gründen kollabieren. Die Linke hat begriffen, dass der Kapitalismus nicht abgeschafft werden muss, sondern dass sie ihn bewirtschaften muss. Sie hat begriffen, dass sie nicht mehr der Widerpart zum Kapitalismus, zum Kapital ist, sondern sein Parasit werden muss. Ich werde auf der Konferenz über die Frage sprechen, warum die linken Utopien zwar regelmäßig scheitern, aber die Linke offenbar ewig ist. Ich würde mich freuen, wenn Sie am 6. November im Abgeordnetenhaus dabei wären.